Er wurde bereits vom Training freigestellt. Rian Gravenberch steht wohl vor einem Liverpool-Transfer. Denn da laufen aktuell die Verhandlungen auf Hochtouren und man möchte wohl heute oder morgen noch einen Erfolg vermelden können. Zudem ist sich Borussia Dortmund mit Arme Bella Kotschap einig, er wird wohl ein weiterer Transfer der Borussia noch in diesem Transferfenster nach Niklas Füllkrug. Zudem wird Union Berlin nun doch Leonardo Bonucci in die Bundesliga holen. Er hat jetzt den Eisernern zugesagt und ein Transfer zu Union steht bevor. Und wir schauen mal nach dem Pavard-Nachfolger, denn da gibt es aktuell Probleme bei der Verpflichtung von Trevor Chalobah. Woran der Transfer noch hakt, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Ihr merkt, einiges los so kurz vorm Deadline Day, deswegen gleich mal rein ins Video. Aber vorab lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo auf diesen Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Aber dann gucken wir doch mal direkt ins erste Thema rein. Und das ist Rian Gravenberch, denn der wird den FC Bayern München nach nur einem Jahr wieder verlassen. Das ist zumindest ein sehr, sehr wahrscheinliches Szenario, denn jetzt hat er schon nicht mehr am Training teilgenommen. Das hat jetzt die Bild berichtet. Er war nicht beim Teamtraining dabei. Er wurde vom Training freigestellt. Das ist natürlich ein ganz, ganz klares Indiz, dass sich der Wechsel zum FC Liverpool auf der Zielgeraden befindet. Jürgen Klopp möchte die Niederländer sehr, sehr gerne an die Anfield Road lotsen. Und mittlerweile steht auch schon eine ziemlich genaue Ablösesumme fest. Aber ein komplettes grünes Licht vom FC Bayern München gibt es noch nicht. Denn sie wollen Rian Gravenberch erst ziehen lassen, wenn sie den Transfer von João Palhinha fix gemacht haben. Das könnte aber tatsächlich noch in den nächsten Stunden passieren und dann könnte hier Rian Gravenberch den Verein verlassen. Ja, was ist jetzt eigentlich so, wenn man sich mal die Kernzahlen anschaut? Grundsätzlich, er kam letztes Jahr für 18,5 Millionen von Ajax Amsterdam. Er ist 21 Jahre alt, hat eine Menge Potenzial. Die Bayern hatten mit ihm einen der vielversprechendsten jungen Mittelfeldspieler verpflichtet, aber er konnte den Anforderungen, die man beim FC Bayern München an ihn hatte, nicht gerecht werden. Er konnte sich letztes Jahr nicht gegen Leon Goretzka im Mittelfeld durchsetzen. Teilweise hatte sogar Marcel Sabitzer den Vortritt noch vor ihm bekommen und er hatte ja schon in mehreren Interviews seinen Unmut darüber geäußert, hat gesagt, wenn er nicht mehr Spielzeit beim FC Bayern München bekommen wird in der nächsten Saison, dann wird er den Verein verlassen und das wird jetzt aller Voraussicht nach auch passieren. Der FC Bayern München fordert rund 30 Millionen Euro für ihn. Man würde damit ein kleines Transfer-Plus machen, aber man müsste sowieso die gesamte Ablöse wieder in den Transfer von João Palhinha stecken, denn der wird wohl um die 60, 70 Millionen Euro kosten. Stand jetzt hat aber tatsächlich der FC Liverpool noch kein Angebot abgegeben, aber wie jetzt eben Fabrizio Romano berichtet, arbeiten sie derzeit an ihrem ersten Angebot und das wird wohl aller Voraussicht nach noch im Laufe des Tages beim FC Bayern München eingehen. Also hier sieht es wirklich ziemlich gut aus, aller Voraussicht nach wird der Transfer noch in den nächsten ca. 25 Stunden verkündet werden, denn so lang hat das Transferfenster in der Bundesliga noch geöffnet. Morgen um 18 Uhr schließt es und dann könnte man keinen Transfer mehr tätigen. Ich bin sehr gespannt und bin auch gespannt, wie sich dann Rian Gravenberch dann beim FC Liverpool entwickelt, denn eigentlich ist das ein Spieler mit sehr, sehr viel Potenzial. Und dann schauen wir mal rüber zu Borussia Dortmund. Da ist man sich nicht nur mit Niklas Füllkrug einig, nein, man hat jetzt auch eine komplette mündliche Einigung mit Arme Bella Kotschap erzielt. Der Spieler möchte zu Borussia Dortmund. Man ist sich einig. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist eben die Verhandlungen mit seinem abgebenden Club Southampton. Da arbeitet man aber auch nur noch an den Details. Das heißt, auch hier sieht es ziemlich gut aus. Der Spieler will zu Dortmund, Dortmund will den Spieler. Man hat sich jetzt auf eine Leihe mit Kaufoption geeinigt. Der FC Bayern München war ja auch an Arme Bella Kotschap dran. Sie haben aber ihren Fokus verschoben. Sie sind weiter an Trevor Chalobah vom FC Chelsea dran. Er soll der Pavard-Nachfolger werden und eben nicht Arme Bella Kotschap. Und so wird Bella Kotschap erstmal per Leihe zu Borussia Dortmund wechseln und anschließend gegebenenfalls im nächsten Jahr per Kaufoption für 20 Millionen Euro verpflichtet. Aber die Borussen lassen sich das Ganze wohl einiges kosten. 8 Millionen Euro Leihgebühr plus theoretisch 5 Millionen Euro an Boni-Zahlungen, die hier noch oben drauf kommen könnten. Wenn wir jetzt noch Gehalt und dann nächstes Jahr die zukünftige Kaufoption mit einberechnen, dann haben wir einen Transfer, der wahrscheinlich an die 40 Millionen Euro Marke kratzt, also insgesamt. Und das ist ja dann doch schon eine ganz schöne Ecke Geld, die Borussia Dortmund hier in die Hand nimmt.
Gerade auch, weil man ja erst gehört hat, ja, die haben nur 8 Millionen Euro zur Verfügung. Naja gut, jetzt hat man 15 für Füllkrug ausgegeben. Das jetzt noch für Amel Bella-Kotschap, zumindest wenn diese beiden Transfers dann offiziell vermeldet werden. Also das ist schon eine ganze Menge. Aber grundsätzlich finde ich den Transfer ziemlich gut. Ich glaube, Amel Bella-Kotschap kann Borussia Dortmund auch richtig weiterhelfen. Und er ist eine sehr, sehr gute Verstärkung für die Abwehr und langfristig vielleicht auch der Nachfolger von Mats Hummels. So sieht es also aktuell bei Borussia Dortmund aus. Und dann, bevor wir uns um Trevor Chalobah kümmern, gehen wir einmal rüber zu Union Berlin. Denn die sind kurz davor, den Transfer von Leonardo Bonucci offiziell zu machen. Denn da gab es ja lange so ein bisschen Probleme. Es war nie so wirklich klar, ob der Spieler wirklich zu Union will, ob er letztendlich sein Ja-Wort gibt. Es gab Probleme rund um das Gehalt. Das wird jetzt aber nicht mehr passieren. Leonardo Bonucci wird wohl in dem Spätherbst seiner Karriere nochmal die italienische Liga verpassen. Er hat bis dato nur dort gespielt und jetzt berichten mehrere italienische Medien übereinstimmend, dass Union Berlin jetzt im Werben um Bonucci das Ja-Wort des Spielers erhalten hat. Der 36-Jährige wird wohl Genua und Lazio Rom absagen und wird jetzt zu den Eisernen wechseln. Bonucci, der soll wohl heute noch sich auf den Weg nach Berlin machen. Dort wird er einen Vertrag bis nächstes Jahr, bis 2024 unterschreiben mit einer Option bis zum nächsten Jahr. Er soll heute noch den Medizincheck absolvieren, gegebenenfalls heute oder morgen dann vorgestellt werden. Und Juventus Turin, die helfen kräftig mit, denn aktuell, da verdient er noch ziemlich gut bei Juventus. Und da wird er jetzt aus seinem Vertrag entlassen werden, er kriegt noch 3,5 Millionen Euro quasi Abfindung mit. Und deswegen kriegt er dann so ein bisschen weniger Gehalt bei Union Berlin, weil er ja schon das Geld jetzt im Voraus kriegt. Also Juventus Turin hilft ja auch mit, dass dieser Wechsel stattfinden kann. Und das ist, denke ich, eine Bereicherung für die Bundesliga und natürlich auch ein Ausrufezeichen von Union Berlin, dass sie hier einen ehemaligen Europameister und so erfahrenen Spieler in den eigenen Reihen haben. Und hätte mir einer vor einem Jahr gesagt, nächstes Jahr wird Bonucci bei Union Berlin spielen, hätte ich das nicht für möglich gehalten. Aber Union, die brauchen Erfahrung, die brauchen noch ein paar gute Spieler. Sie haben richtig gute Transfers in diesem Sommer getätigt. Die sind bereit für die Champions League und auch nochmal bereit in der Bundesliga so richtig anzugreifen. Und dann als letztes Thema gehen wir noch einmal wieder zurück zum FC Bayern München und gucken uns an, wie man jetzt Pavard ersetzen wird. Denn der ist offiziell vorgestellt und da möchte man jetzt Trevor Chalobah vom FC Chelsea holen. Aber da gibt es noch ziemliche Probleme bei den Verhandlungen zwischen den Clubs. Beim Spieler, da ist ja schon alles klar, er möchte nur zum FC Bayern München wechseln und wieder unter seinem Ex-Trainer Tuchel arbeiten. Somit hat er dem FC Bayern München schon seine Zusage erteilt. Das Problem ist, der FC Chelsea, sie möchten den Spieler eigentlich nur verkaufen, sie möchten ihn nicht verleihen. Und die Bayern hingegen, die wollen eigentlich nur den Spieler leihen. Gerade auch, weil man jetzt ja erst 60 Millionen Euro für João Palhinha ausgeben möchte, hat man dann eigentlich nicht mehr das nötige Kleingeld, um hier nochmal 20, 30 Millionen Euro für Trevor Chalobah auszugeben. Und grundsätzlich soll es aktuell auch so sein, dass die Personalie Trevor Chalobah auf Standby ist, weil man sich jetzt aktuell vollends im Transferausschuss auf Palhinha konzentriert und erst danach sich mit Trevor Chalobah beschäftigen möchte. Ob das aber dann noch funktioniert am letzten Tag des Transferfensters, das bleibt mal abzuwarten. Und ob man dann auch noch eine Leihe hinbekommt, das gilt auch aktuell noch als relativ unwahrscheinlich. Weil wie gesagt, Chelsea, die stellen sich da aktuell auf die Hinterbeine und sagen, nein, ihr kriegt ihn nur, wenn ihr ihn fest verpflichtet. Dahin hingegen, wenn man es jetzt nicht schafft, Palhinha zu holen, dann gilt tatsächlich ein Transfer von Trevor Chalobah, ein fester Transfer, als relativ wahrscheinlich. Aber das ist eigentlich nicht das Wunschszenario der Bayern. Eigentlich möchte man Palhinha festholen und Trevor Chalobah dann per Laie. Man braucht definitiv ein Pavard Nachfolger und wenn man ihn nicht bekommt, dann weiß ich aktuell nicht, mit wem man sich dann noch so beschäftigt. Bin ich sehr gespannt. Was haltet ihr davon? Eure Meinung in die Kommentare. Bis dahin, Leute. Ciao.